Nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen. Dieser Spruch ist überholt, vor allem wenn Chemikalien in der Zahnpasta gefährlich werden. Global 2000 hat vor 2 Jahren Kosmetika untersucht, und zwar repräsentativ Aftershaves, Bodymilks und Zahnpasten. Und damals haben wir in rund einem Drittel der Kosmetika hormonell wirksame Chemikalien gefunden. Wir haben den Handel, auch die Industrie dazu aufgefordert, diese Stoffe rauszunehmen und wollten uns nun 2 Jahre später anschauen, was sich getan hat. Der Kosmetikcheck hat teilweise gewirkt. Biper, Spar und Hofer haben die gefährlichen Zusätze aus ihren Eigenmarken verbannt. Weniger Bewegung hat es bei den etablierten Marken gegeben wie Nivea oder Garnier oder Dove. Da haben wir, würde ich sogar sagen, überwiegend Artikel, die eben Parabene und Co. enthalten. Vorsicht ist also geboten, denn hormonell wirksame Chemikalien haben die unerwünschte Wirkung, Nebenwirkung, dass sie aufgrund einer zufälligen strukturellen Ähnlichkeit mit den körpereigenen Hormonen in die Hormonprozesse im Körper eingreifen. Und dadurch, wenn sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sind, können sie wichtige Entscheidungen im Körper beeinflussen, negativ beeinflussen, was dann in weiterer Folge zu Erkrankungen führen kann. Steigende Zahlen von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs, eine verfrühte Pubertät bei Mädchen und eine starke Verminderung der Spermienqualität junger Männer. All das wird mit hormonell wirksamen Chemikalien in Verbindung gebracht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft diese Inhaltsstoffe als globale Bedrohung ein, ohne Konsequenzen. Die Europäische Kommission hätte schon letztes Jahr diese Bewertung abgeben müssen und die Stoffe untersuchen müssen. Da wurden Fristen versäumt und diese Aufgabe auf die lange Bank geschoben. Letztendlich muss man hier natürlich auch sagen, dass das notwendig ist. Und da bin ich froh, dass jetzt Österreich dazu tätig wird. Das Bundesministerium für Gesundheit hat angekündigt, die Europäische Kommission schriftlich zu verwarnen und eine Überprüfung der Kosmetikverordnung vorzunehmen. Bis dahin gilt, Augen auf beim Kosmetikakauf. Wer beim Kleingedruckten auf Signalwörter wie Parabene und UV-Filter achtet, ist auf der sicheren Seite. Apps wie ToxFox stehen beim Kauf mit Rat und Tat zur Seite.